Hi Leute, herzlich willkommen zurück zum Landwirtschaftssimulator 2015 mit der bezaubernden Julia. Guten Morgen. Dem wundervollen Guten. Hallo. Und Randy. Nein, und dem wunderschönen Randy. Mit seinen wunderschönen grünen, smaragdgrünen Augen. Hallo. Guten Morgen. Was habe ich denn da vorne dran? Wo? An meinem Traktor, an meinem Bullock. Was ist denn das da? Das da? Mhm. Komm mal her hier. Verarsch mich jetzt nicht, was ist das? Das da, da steht was drauf. Also das obere kannst du weglassen, das untere, da steht... Ach, das ist ein Gegengewicht. Ja, 700 Kilogramm steht da drauf. Boah, bin ich schlau. Genau, dass du nicht vorne abhebst, wenn du hinten schwer hast, weißt du? Ist ja wie die Frauen, die einen großen Poppes haben, haben meistens auch vorne dicke Hupen. Dass die auch nicht umkippen quasi. Das ist auch ein Gegengewicht, ja. Genau. Die kleinen Poppes haben, haben auch manchmal trotzdem große Huben. Also die haben es besonders schwer. Immer noch alles schön im Gleichgewicht. Ist. Genau. Das ist ja schön gerade aufrecht. Wie schnell wächst es jetzt dann hier, wenn du da was angesät hast? Wir können, wir haben immer noch die Option, wir können die Zeit spulen. Ah, verstehe. Wenn hier was angesät ist, dann können wir das spulen, weil ansonsten würde das Ingame, glaube ich, Real Life 4 Stunden dauern, oder? Pro Wachstumsstufe. Nur? Pro Stufe. Also, wir müssten quasi, glaube ich, 16 Stunden oder 12 Stunden warten. Das ist ja voll unrealistisch. Ja, bin logisch. Bin ich enttäuscht. Ja, es wäre jetzt blöd, wenn man 6 Monate warten. Spulen, dann dauert es halt super. 100 Spielstunden. Aber es wäre jetzt blöd. Komm mal her hier, Julia. Ich zeig dir mal was Schönes. Komm mal mit. So, pass auf. Du kriegst jetzt Einweisungen in den wunderschönen Drescher. Du, das habe ich falsch gemacht. Realistisch machst du aber dein ganzes Spiel immer im Jahr spielen. Das habe ich gesehen. Ja, aber dreimal im Jahr ansehen. Ansehen, ernten oder... Ich hab dir mal noch einen Streifen ohne übrig gelassen. Macht's keinen Sinn. B war Schneidwerk, einfach nur B drücken, dann geht's voran. Genau, und jetzt kannst du einfach auf die 3 drücken und dann... Ja, aber ich muss da erst einmal doch er fährt dann quasi gar nicht. Er fährt dann sowieso nicht schneller. So. Oh, Julia Dreschtfeld. Wunderschön sieht's aus. Muss ich dann deine Fehler, eure Fehler auch noch korrigieren hier. Genau. Boah, wie schief du das gemacht hast. Voll schief, das ist ja nicht normal. Es ist eine Challenge für dich. Es soll ja nicht so einfach werden. Ach so. Ja, klar. Aber du machst das wirklich sehr souverän. Ja, jetzt hat man so ich fahre mit der Innenansicht, ja. Meistens jedenfalls. Außer wenn die Julia hinter mir ist, dann muss ich mal gucken. So, jetzt kannst du nochmal B drücken. Ach so. Und dann wirst du das hier vorne noch wegmachen, die 3 ja, Zipfel? Natürlich. Okay, ja, wird nichts verschwendet. Na. So, wir müssen, wir können dann hier auch grubbern und ansehen, Randy. Erstmal durchrechnen, ob wir uns vielleicht noch eine neue Maschine leisten können, wenn wir irgendwas austauschen. Na, wie viel Geld haben wir denn? 48,7. Und wie viel Kredit? Voll ausgelastet. Was haben wir eigentlich gekauft davon? Grubber und Sämaschine und ein Deutz ausgetauscht damals. Also ein Hürlimann durch einen Deutz. Ausgetauscht. Gut. Das kannst du mal O drücken. O? Hm. Hey, da steht noch was. Wie Moment. Organ? Moment! Kommt nämlich dieses wunderschöne Rohr raus. Lassen? Nein, das geht leider nicht. Das heißt, das Spiel ist dann auch für Dumme. Ja. Das nicht versehentlich machen. Genau. Das da oben, das lassen wir, das gehört so. Was denn, wo denn? Das eine, was man da noch... Oder hast du das schon weggemacht? Das eine habe ich sogar weggemacht. Boah. Nice, ne? Mhm. So. Dann, wenn ich dich abgetankt habe, kannst du mal hinter mir herfahren. Das wäre jetzt der Fall. So, düst mal hinter mir her und dann fahr mal... Ich tue mal kurz hier abkippen und du kannst dann mal hier gleich den Drescher an den Waschplatz stellen und dann können wir da mal putzi-putzi machen. Okay. Dass das auch wieder ordentlich aussieht für die nächste Ernte. So. Ja, natürlich. Ich fand es voll toll, wenn man ein Feld fährt und dann auf die Straße, dass man da tatsächlich Spuren hinterlässt. Ey. Voll also die haben schon wirklich gut was gemacht, ja. Kann man nichts sagen. Das war jetzt eher Ironie. Was? Was Julia gerade gesagt hat. Ernsthaft? Nee, das war ernst das gemeint. Das war keine Ironie. Voll toll. Und voll die Spuren hinterlassen auf dem... Auf der Straße, das war... Das ich hab's verstanden. Wenn sie schon keine Holztexturen... Drescher außer Kontrolle. Was denn?
Okay, hier, guck, hier steht unser Kärcher. Aha. Wendy, wir könnten... Was kostet denn die Baumstumpffräse, mit R. die FSI? Ups. Die FSI Baumstumpffräse. Warte mal, Moment. FSI, 5000 gerade einmal. Ja, wie Randy. Okay, ja. Die ich und weiß, Kettensäge könnten wir... Dann kannst du mit der kaufen, dann Maustaste halt einfach losspritzen. Alles klar. Dann kannst du ihn da sauber machen. Und der wird auch wirklich sauber. Aber wie transportieren wir die ab? Nein, das dauert nicht ewig. Guck mal. Da irgendwo hinbringen. Ach, der ist nur nicht mal schön. Naja, der ist ein älteres Modell, aber der glänzt auch noch, glaubst du? Ja, mal schauen, vielleicht auch zum Sägewerk. Die bringen halt 50.000. Kaum ist die... Oh, du kannst dich Julia mit dem Pflug einfach wegrammen. Du standst da doch gar nicht. Kaum ist die... Dalle, siehst du sie nicht? Doch, aber die stand nicht im Flug. Kaum ist die Frau am Waschplatz, werden hier die Geräte rangefahren. Er hat mich voll über den Haufen gefahren. Aber danke, für die Ablenkung, guten, so hat niemand Hermine gehört mit ihrem Zauberstab. Aber ich glaube, den Flug hier kannst du nicht sauber machen, das kann nur der Wendy. Wie? Ja, bei mir, nehmen wir an, wohnt Hermine. Und wenn, aber guck mal, der ist noch nicht richtig sauber, Julia. Da hört man das leider immer wieder. Das hier, ist der Traktor, da sind die Reifen noch dreckig. Muss ich immer muten. So, guck, siehst du, jetzt ist er sauber. Schön. Na gut, aber deine Idee, die ist nicht schlecht, deswegen... Was? Oh, jetzt habe ich nicht gehört. Was habt ihr denn? Ja, nö, da bist du sauber, Mann. Entschuldige, dass der Julia ein bisschen was zeigt, ey. Oh. Kann man nur so ein... Ja, wird auch nicht sauber. Och Mensch, du hast die einzige Kettensäge gekauft, die ich nicht mag. Der wird sauber. Dieses wird sauber. Billige Baumarkt-Ding hier. Ich mach hinten und dann wird er vorne auch sauber. Das ist so... Naja, das ist dann quasi... Für den kompletten. Dickman, das ist der Beste. Die andere hört sich an wie viel zu helle und die andere ist viel zu dunkel. Muss halt die Hassi nehmen. Muss ja gucken, ob es beim Schneidwerk funktioniert. Weil das Problem ist, aktuell noch gibt es diesen Bug, dass nur manche Anbaugeräte nur der Horst quasi sauber machen kann. Also der Horst. Wow. So. Wundervoll. Warte mal, ich spritze nochmal hier kurz über den Anhänger. Ah ja, der gehört auch noch sauber. Oh, stimmt. Aber ich weiß auch nicht, ob der sauber geht. Doch, der geht sauber. So. Ich sehe das gar nicht, dass du das in der Hand hast. Ja, das ist auch noch der ein Bug, das sieht man leider nicht. Dann hast du gar nicht gesehen, dass ich dich auch angespritzt habe. Ach, du hast mich auch angespritzt? Nee, das habe ich leider nicht gesehen. Oh. Darf ich dich auch mal anspritzen? Nein. Du könntest mir den Frontlader noch die Holzzange. Zieh mal dein weißes T-Shirt an hier. Yep. Party. So, aber so. Er wird langsam sauber, glaube ich. Ja, das schaut schon ziemlich sauber aus. Bei mir schaut der schon voll sauber aus. Ja? Mit Reifen nicht. Die Reifen nicht, gell? Und da hinten ist noch Dreck. So stand das sauber. Ist einfach umgefallen. So, jetzt aber. Jetzt ist er schön. Jawohl. Schneidwerk ging nicht, gell? Aber ihr habt gesehen, da gibt es ja Last drin. Was gibt's? Kannst du okay zeigen, Alter, wie wir das machen? Ja, probier es mal mit Pfeilkerb, aber dann fallen die nie so richtig. Was macht denn ihr? Bäume wegschneiden. Geht nicht. Shit. Was sollen wir jetzt machen? Ansehen, grubbern. Oh, und ihr macht Bäume? Ja, 5 Stück, die sind gleich weg. Ach so, wegen dem Feld. Wegen Felderweiterung, ja. Ach so. Wir wollen ja hier die ganze Map ein Feld. Dann kannst du dir den Traktor hier erstmal schnappen, Julia. Mit oder ohne Anhänger? Bring ihn mal mit, den stellen wir in die Garage. Jetzt souverän rückwärts raussticht. Ja, Nis. Ups. Ja. Das gelang mal. Super. War da fast umgefallen. So. Nein, falsche Richtung. Zack. So, gut. Wo steht die Sämaschine? Eine steht gleich oben bei Feld 38, die andere... Ist Feld 38 schon angesät? Nein, aber gekurbelt. Wo steht der T4? Ah, okay. Kannst du die andere Zange holen? Jetzt kannst du zeigen, was du drauf hast. Hoffentlich packt der T4 das. Ja, wenn Gewicht hinten dran hat, ist der doch ein bisschen Gewicht. Weil es reicht ja, wenn du ziehst. Aber das wird uns gleich richtig viel Geld bringen.
Kann den Bolzen ja komplett in den See reinschmeißen vom Sägewerk. Aber ich glaube, du schaffst bringt das. Bringt aber am wenigsten Geld. Na, erstmal wieder die falsche der Richtung. Mehr. Das meiste, also mir haben sie erzählt, das meiste Geld, das habe ich schon bei Click im Force Let's Play schon gesehen, bringt bei mir das auf den Zug noch schieben. Also nicht auf die Plattform, sondern direkt auf den Zug noch schieben. Die Feuer okay. dagegen. Aber nicht. Mit dem ganzen Baum. Soll ich ihn halt dir reintun? Ja, na, die na, ganzen Bullen werden wir nicht wegkriegen, na. Deswegen. Na, sollte eigentlich gehen, mit dem Greifer irgendwie einklemmen. So. Ja. Ja, versuchen wir mal unser Glück. Geht alles am Hof. Stimmt okay. so. Ich mach das mal. Ein Baum steht, glaube ich, noch nicht. Yep. Oder sieht das hier nur so? Na, das passt schon. Bridgeplayer ist das mit den Bäumen leider total asynchron. Yep, ihr müsst mal ein bisschen sachte machen mit den Bäumen. Es fängt nämlich schon an, dir zu lecken. Du hast dein Gewicht verloren. Jo. Jetzt nimmer. So. Du kannst ja, wenn du willst. Ah, warte, nimmst du dir den? Ich nehme mir den, der hier drin steht. Boah, wir stellen den Traktor so speckendreckig hier in den Unterstand. Das ist ja furchtbar. Da musst du den auch noch sauber machen. So. Aktuell, wie gesagt, haben wir aber jetzt nur eine Sämaschine rennen und einen Grubber. Dann sollten wir eine Sämaschine noch kaufen. Boah, nee, da kommt die rumgebelzt. Mensch. Warte mal, ich guck mal fix im Shop. Nein, wir haben zwei Sämaschinen. Ja, aber wo sind die? Bist du wir haben auch zwei Grubber. Also ihr könnt Maschinen selber zurücksetzen. Ja, das ist ja aber Blödsinn, Maschinen zurückzusetzen. Ich habe Malheur gemacht. Wieso? Ah, nee. Ich habe schlauerweise den Frontlader abgekuppelt, als ich dann die Schaufel oben auf diese Anhöhe in der Scheune gelegt habe. Sprich, der hing da oben in der Luft. Ja, okay. Da witzig aus. Und jetzt hat er ein bisschen Lagerschaden. Ja. Hast du die FSI-Fräse schon geholt? Moment. Warte mal kurz am Hof, Julia, ich komme zu dir geeilt. Ah, das ist schass, dass wenn die Fahrzeuge über den ganzen Dingsbums verteilt sind. Ah ja, stimmt, ja, das Hof ist ja dieses realistische Porten, das es hier in dem Spiel gibt mit der Tab-Taste, ne? Genau. Ja, dann mach ich. Du kannst mal, wenn du möchtest, Julia, in den Traktor tappen, wo der grüne Anhänger hinten dran ist. Ja. Dann fährst du mir mal hinterher, ich komme nämlich hier gerade. Der ist ja auch voll dreckig. Die Trümmer sind aber ganz schön schnell. Boah, Alter, ist das schwammig mit der Sämaschine. Echt Grenze. Bist du vorne dran? Warte mal, was hab ich denn dran? Aber du kannst 700 mit der auch noch, Kilo. Das ist vielleicht ein wenig, ich weiß nicht. Aber du kannst mit den Deutz ja auch noch die nächstgrößere fahren. Das ist es ja nicht. Ja, aber die ist ja schon wieder ganz anders aufgebaut. Meinst du die? Die hängt ja. Die Räderstedt braucht 180 PS. Es geht, geht nicht um die PS, es geht ja darum, dass die an dieser Dreipunktaufhängung komplett dranhängt und bei der Federstedt hängt die ja nicht komplett an der Dreipunktaufhängung. Die hat ja hinten Räder, die rollt ja hinterher. Ja, aber 180 waren die eigentlich relativ viel PS. 700 Kilo. Ist eigentlich auch noch sehr wenig. Ah, hier sind 1000 Kilo dran. So, kannst halt mal den mit den Deutschen machen, da fährt halt so dann 10 km Benzin. Da ist ja sogar noch relativ viel. Jo. So. Also, der Baum geht auf jeden Fall gut. Hörst du da Ironie? Sieht lustig aus, weil es wie so ein bisschen. Der Baum wird halt nicht richtig synchronisiert und der springt dann immer so ein bisschen. Also, Achtung, Baumtransport. Oh, was die jetzt hier denken müssen in der Scheune. So. Oh, was macht denn ihr? Oh, hallo Baum. Hallo. Was machst du mit der Birke? Oh, pass auf, da geht's runter. Weg ist er. Sah gut aus, auf jeden Fall. Wo bist du? Zum Sägewerk. Ernsthaft jetzt? Ja. Du fährst jetzt so zum Sägewerk? Ja, ich kann nur rückwärts, vorwärts backt leider etwas. Und ich kann's noch probieren. So, Julia, dann kann... Also Polizei, wenn euch aufholt. Ja, sauber, ne? Hier gibt's keine Polizei, hier gibt es auch keinen Verkehr. Was, hier nicht? Also, wenn du willst, kannst du dir jetzt quasi den da schnappen und dann düsen wir mal los. Wow. Jetzt am Stehen. Dammweitwurf. Geil. Dammweitwurf.
Das ist eigentlich Baumweitwurf und nicht mehr Stammweitwurf. Aber Gudenz hatte ich geflügt, war auch noch nicht, oder? Doch. Ehrlich jetzt? Wo wolltest du ja noch flügen? Also da die eine Kante geht nicht besser, dafür muss man erst das Feld kaufen. Ach so, alles klar. So, warte mal, dann stechen wir hier mal Querfeld ein. Hier Feld gehört uns eh noch nicht. Aber wir sind gleich eh reich, wenn ich die Birke reingeschmissen habe. Saxe, lebst du noch? Ja, ich lebe noch, danke. Gut. Ja, das war besser als guten vorhin. Hey. Nee, war es gar nicht. So. Jetzt müssen wir quasi grubbern, das heißt die Erde auflockern. Okay, schön das Untergrubbern, was wir jetzt hier abgeerntet haben. Und ich muss, und ich sehe an. So, das heißt, du musst vorne wegfahren. Also das rechts hier. So, das hier. Genau, das. Da. Ach so, das. Stellst dich so in die Richtung, wie ich stehe, genau. Ach so, da ist ein Teil schon gemacht. Nee, das ist geflügt. Also das müssen wir, das grubbern wir auch nochmal drüber. Ist aber erst im nächsten Part, mein lieber Tino. Okay. Dann erklären wir das im nächsten Part. Alles klar. Dann in diesem Sinne, ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Schaut in die Videobeschreibung, dann findet ihr guten Randy und die Julia. Und ja, Däumchen nicht vergessen. Bis zum nächsten Part. Tschüss. Ciao. Tschüss.